Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Dave Hensmann. Er ist Inhaber und Geschäftsführer von den Avarel Studios in Würlingen. Man sieht es an seinem Hintergrund, wenn er nachher gerade redet. Er macht aber nebenbei auch noch diverse andere Sachen, aber die erzählt er am besten gerade selber. Hoi Dave, wie geht's dir? Hallo, danke, wunderbar, merci. Perfekt, hast du recht. Ja, eben, erzähl doch gerade mal selber, was sind Avarel Studios, was macht ihr und was machst du nebenan sonst noch alles? Ja, also ich mache einen Haufen. Also einerseits habe ich habe eigentlich drei Firmen. Und die eine ist eigentlich die Avarel Studios GmbH. Das ist eigentlich die Firmen, wo ich eigentlich am längsten schon dafür arbeite. Ich habe angefangen etwa mit 15, das war mal ein Hobby gewesen, wo ich dann einfach später dann wirklich zum Job gemacht habe. Also einfach ich habe eine Berufslehre gemacht und währenddem habe ich eigentlich die Avarel Studios aufgebaut. Später habe ich auch zum Beispiel die Siabit GmbH dann gegründet. Das ist dann eine andere Firma, kommen wir dann nachher vielleicht darauf zurück. Und dann nochmal eine, wo ich eigentlich so branchenspezifisch eigentlich Marketing und Unternehmensentwicklung, so Beratung eigentlich mache. Und da bei den Avarel Studios, wir sind in Würlingen, eigentlich alle Mitarbeiter, ich habe 15 im Ganzen, arbeiten hier in Würlingen bei uns. Und das ist eigentlich alles in einem Büro, alles nahe beieinander. Und ja, ich führe die. Die Avarel eigentlich mit meinem Geschäftspartner Wing Lung Chung und die anderen zwei gehören eigentlich voll mir und ich führe eigentlich alle drei Firmen selber. Okay. Die Avarel sind die grösste oder ist die grösste Firma von denen und so eben die erste? Genau, also die Avarel ist gegründet worden. Es ist eine spezielle Geschichte, oder? Ich habe meinen Geschäftspartner Wing Lung Chung kennengelernt 2009, wo wir beide eigentlich bei einer Firma in Wola angestellt waren, die so ziemlich Pionier war in der Schweiz, was Videoproduktion anbelangt. Die hat Spektrum Video geheißen, Spektrum Video Production. Die Firma ist 1975 gegründet worden von Urs Huber. Und wir haben bei ihm dann geschafft als Angestellte. Und dort haben wir uns kennengelernt, haben gefunden, hey, komm, wir sind beide jung und wir wollen selber etwas starten. Und dann haben wir etwa 2009, also vor etwa 10, 11 Jahren, haben wir gesagt, wir machen selber eine Firma. Dann haben wir die Avarel Studios gemacht, damals eine Einzelfirma. Mhm. Und angefangen, so Filme zu produzieren. Und er war noch so ein bisschen im Bereich Websites und so eigentlich tätig gewesen. Und dann hat sich das immer so ein bisschen weiter und weiter entwickelt. Und wir haben etwa ja, 3-4 Jahre so zusammen gearbeitet und eigentlich den Plausch gehabt. Und dann hat sich irgendwann der Besitzer von dieser Spektrum Video Production bei uns gemeldet und gesagt, hey, ich werde langsam aufhören, es war etwa 70 gewesen, glaub, oder kurz vor 70, er wird das langsam übergeben, das Geschäft, und dann hat er an uns gedacht. Und dann haben wir später dann eben die Spektrum Video Production, das war ein GmbH gewesen, haben wir können übernehmen. Und das hat eigentlich so dazu geführt, dass eigentlich die Avarel immer wie mehr gewachsen ist. Angefangen habe ich wirklich in einem Schulhaus, in Linn auf dem Bözberg, wo mein Elternhaus ist. Und mein Geschäftspartner bei sich zuhause. Eigentlich in der Stube hat er Kunden empfangen. Dann irgendwann haben wir uns dann zusammengetan gehabt. Alles zusammen in Wolle bei der Spektrum Video Productions. Und haben dort das ganze Gebäude renoviert, das grosse Studio dann gemacht. Und wenn wir nach 2-3 Jahren und so, ist mit dem Platz ein bisschen knapp gewesen. Dann haben wir neue Räume gesucht und sind nachher ja, eigentlich in Würlingen gelandet. Mit dem Geschäft. Okay. Und was haben Sie denn heute jetzt für Produktpalette? Was bietet ihr alles an? Also mit 15 Mitarbeitern ist ja doch einiges, was muss geleistet werden, dass die alle beschäftigt sind. Das ist so. Also die 15 Mitarbeiter sind nicht alle ganz nur für Avarel am Arbeiten, oder? Aber wenn man jetzt von der Avarel redet, oder? Viele sehen uns ein bisschen als Werbeagentur, aber ich sage immer, Werbeagenturen sind zum Teil auch Kunden von uns. Also wir sind mehr eigentlich eine Werbeproduktionsfirma. Also wir produzieren Filme, das ist eigentlich der Hauptumsatzteil, den wir machen, das ist eigentlich Filmproduktion. Das sind zum Beispiel irgendwelche Schulungsfilme, Produktevideo, irgendwelche Werbespots, irgendwelche Showaufzeichnungen und. Einfach alles, so ein bisschen, was man sich unter Film vorstellen kann. Dann haben wir den Bereich Web. Dort machen wir eigentlich Webdesign und Webentwicklung. Wir arbeiten auch mit Grafikern zusammen, oder? Wo wir eigentlich wirklich ganze Websites eigentlich programmieren. Und da wirklich auch von ganz kleinen Projekten, ich sage jetzt eine Webseite für eine ganz kleine Firma oder irgendeinen Verein für vielleicht 1000 Franken, bis zu wirklich grossen Websites, die dann 30.000, 40.000 Franken kosten pro Webseite. Und dann haben wir eigentlich so einen Bereich, wo, so ein bisschen, wo man ein bisschen überall ein bisschen braucht. Also einerseits im Webbereich, wie auch im Filmbereich. Und das ist Fotografie.
Da machen wir sehr viel aus, sind sehr viel unterwegs, wo wir eigentlich Produktefotos machen, bei uns da im Studio in Würlingen oder wo wir zu Kunden gehen, zu Maschinen, Gebäuden, Luftaufnahmen mit Drohnen. Wir haben selber 3 Drohnen. Und das fließt eigentlich in beides rein, oder? Und noch so ein bisschen Nebendienstleistungen, die wir noch haben, das ist so ein bisschen im Grafikbereich, das gehört halt auch ein bisschen dazu. Aber ich sage da klar, wir sind nicht wirklich Grafiker, aber wir machen halt einfach so einfachere Grafikarbeiten, wo zum Beispiel zu einer Webseite oder einem kleinen Flyer oder so, gehört auch dazu. Dann ein Sparte, der so ein bisschen an Film angelehnt ist, ist 3D-Animation. Also mein Geschäftspartner zum Beispiel, der ist bei den Universal Studios in Amerika, hat er seine Ausbildung gemacht und ist da wirklich ein Crack, was so 3D-Animationen anbelangt. Der ist ganz stark und dann haben wir nochmal einen Mitarbeiter, Silvio Vobüren, der da wirklich stark ist in diesem Bereich. Und darum, das ganze 3D, das eigentlich in den Film hineinfließt, bieten wir auch an, zum Beispiel auch bei Architekturvisualisierung. Also man sieht eigentlich, die ganze Palette von so Werbesachen können wir da produzieren. Was wir nicht sind, eben, wir sind nicht unbedingt eine Agentur, weil wir machen nicht ganze, ich sage jetzt, Rebranding-Konzepte irgendwie schweizweit mit Product Placement, wo dass man jetzt was muss bewerben, das machen wir weniger. Also wir konzentrieren uns wirklich auf Produktion. Wir haben da relativ viel Material selber. Okay. Also häufig werdet ihr dann eben von Werbeagenturen quasi angefragt für ein Projekt im Auftrag für einen anderen Kunden zu machen? Oder tust du mehr den Grossteil wirklich direkt an Kunden verkaufen? Ja, teils. Also wenn man auf unsere Webseite die Referenzfirmen noch ein bisschen anschaut, oder, gibt es zum Teil noch recht grosse Namen dabei. Wir haben mit Teilkunden haben wir direkt zu und andere über Agenturen. Also ich würde sagen, vielleicht 30% sind vielleicht über Agenturen, wo wir eigentlich für Agenturen arbeiten, für den Kunden. Und die restlichen, eben 30% habe ich gesagt, die restlichen 70% haben wir eigentlich direkt B2B eigentlich zu tun. Ja. Okay, cool, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, eben 2009 haben wir richtig gestartet mit dem Geschäftspartner zusammen. Mhm. Wie alt bist du damals gewesen? Ja, ich habe Jahrgang 90, also ich bin jetzt 30, das heisst 2009 bin ich 19 gewesen. Okay. Du hast aber vorher für die Spektrum gearbeitet, hast du gesagt. Also du bist auch mal angestellt gewesen. Ja. Jetzt, wie haben die angefangen? Wie haben die ersten Kunden gewonnen? Und wenn du mit 19 sagst, ich mache mich jetzt selbstständig, wirst du vielleicht häufig auch noch belächelt von Geschäftsmännern und so. Ja, okay, ja, was ist jetzt da für einen? Wie haben die das gemacht damals? Was sind die grossen Herausforderungen gewesen und wie haben die bewältigt? Also ich würde sagen, angefangen hat das Ganze schon etwa vor 10 Jahren mit einem Auftrag, wo wir zum Beispiel Sarah Bachmann kennengelernt haben. Und Sarah Bachmann, das ist die Moderatorin von Sarah Macht's. Mhm. Das war lange Zeit eine relativ bekannte Sendung auf so lokalen Fernsehsender. Das ist eine Frau, die eigentlich verschiedene Berufe ausprobieren oder? Und mit ihr zusammen haben wir eigentlich wieder Start gemacht. Sie hat nebenbei immer auch noch so Kundenaufträge, also Videoproduktionen gemacht und sie hat uns relativ gleich mal angefragt als Videopartner, oder? Und sie ist eigentlich einer von den ersten grossen Aufträgen, die wir haben können machen für sie. Also das hat, ich glaube, das mal angefangen für Knorr. Sie hat glaube, Knorr als Kunde gehabt und dann haben wir so Kochrezepte, also so Videos gemacht für Knorr mit ihr zusammen und dann später hat sie uns dann wählen als ihre Produktionsfirma für die wöchentliche Sendung Sarah Macht's, oder? Wo dann da auf Tele Mais, Tele Zürich, Tele Südostschweiz und überall auch sonst noch so gelaufen ist. Und das war eigentlich der Einstieg gewesen. Und wir haben natürlich relativ gleich mal halt eben Sarah Macht's als Referenz drauf da und Knorr drauf da und dann ich bin an sehr vielen Orten dabei, also ich bin in der Feuerwehr, ich bin im Zivilschutz, ich bin auch sonst in paar Vereinen gewesen oder jetzt teils immer noch und hauptsächlich an Kunden hergekommen durch Connections und durch Weiterempfehlung, also einfach weil ich Leute gekannt habe, die Leute gekannt haben oder weil irgendwelche Leute, die mal mit uns zugehört haben, vielleicht die Firma gewechselt haben und mit anderen sind gearbeitet und uns dann einfach mitgenommen haben und aus einem Kunden sind nachher 2 Uhr. Okay. Wie lange ist es gegangen, bis ihr die ersten Mitarbeiter angestellt habt? Also bis ihr nicht mehr nur ihr zwei gewesen sind? Oder ist das mit der Übernahme von der Spektrum gewesen und dann habt ihr dort noch Mitarbeiter dabei gehabt? Nein, früher, ich hab das relativ lang nebenberuflich gemacht, weil ich habe zuerst eben eine Berufsausbildung gemacht, also eine Lehre habe ich gemacht und eigentlich
begleitend zum Arbeiten habe ich eigentlich das Ganze aufgebaut. Und am Anfang sind wir einfach ein paar Kollegen gewesen und haben einfach alle im Stundenlohn eigentlich ausgezahlt. Also ich sage jetzt, die ersten Mitarbeiter haben wir gehabt 2010, wo wir wirklich die ersten Löhne wirklich gezahlt haben. Also wirklich Stundenbasis gesagt haben, so, der hat jetzt irgendwie 30 Stunden gearbeitet, der kommt jetzt den Lohn dafür. Also etwa vor 10 Jahren, hätte ich gesagt. Also nach gut einem Jahr eigentlich schon die ersten Leute können zahlen? Ja, im Stundenlohn, ja. Genau, einfach auf Auftragsbasis natürlich. Oder wir haben irgendein Projekt gehabt, dann haben wir irgendeinen Kameramann gebraucht, haben gesagt, hey, okay, dann nehmen wir jetzt den dazu. Und dann haben wir nachher einfach einen Stundenlohn gezahlt. Okay. Was hast denn du gelernt? Etwas in die Richtung oder etwas ganz anderes? Etwas ganz anderes. Ich habe Forstwart gelernt in der Natur. Okay. Ja. Wie kommt man von Forstwart überhaupt mal zu dem Spektrum, wo du ja gesagt hast, die Firma vorher? Mit 19 ist ja irgendwie eigentlich sehr kurz nach der Lehre. Und wie lange hast du noch als Forstwart gearbeitet? Ja, also ich bin mit 19 fertig geworden mit der Lehre, oder? Ich habe die Lehre gemacht von 2016 bis 2019, 2006 bis 2009 als Forstwart, oder? Und während der Lehre, also etwa mit 15, 16, bin ich so ein grosser Fan von Tontechnik und ich habe von meinem eigenen Tonstudio geträumt und eigentlich den in meinem Zimmer bei meinen Eltern schon angefangen, so ein bisschen aufzubauen. Und dann habe ich im Keller von einer Turnhalle, wo ich dort gewohnt hatte, in Linn, oder, habe ich ein Studio eigentlich so basteln mit so Palettenboden und so irgendwelche so Holzwände und dort das erste Tonstudio gehabt. Und von dort, das ist eigentlich wirklich der ganz, ganz ursprüngliche Start von der Firma eigentlich, wo eigentlich mein Hobby war. Und ich habe das einfach immer am Abend, bin ich einmal, so, das ist so eine Zeit gewesen, wo viele so Kolleginnen in der Schule so ein bisschen gesungen haben oder die anderen Kollegen haben da wollen so ihre Rapper-Karriere starten und ich habe dann gesagt, okay, kommen wir zu mir für 20 Franken auf die Stunde oder irgend so, dann könnt ihr bei mir aufnehmen. Dann habe ich das Mikrofon gekauft, das ein bisschen Mischpult und so. Und so hat das gestartet. Und nachher bin ich irgendwann schon mal, habe ich jemanden kennengelernt, zu dem Spektrum eigentlich anzufangen. Und dort habe ich eigentlich als Praktikant angefangen. Oder der Wignum schon, mein Geschäftspartner, hat dort schon 2-3 Jahre gearbeitet. Und ich bin eigentlich als Praktikant dann in der angefangen. Aber das ist eigentlich das Praktikum, das ich gemacht habe. Das ist irgendwie ein halbes Jahr gegangen, meinte ich. Oder? Und das ist zwischen meiner Lehre als Forstwart gewesen. Und nachher, als ich wieder in Forstbüro arbeite, weil die Spektrum mit einfach mich als Praktikant genommen, befristet und ich bin nachher wieder im Forst und dann habe ich eigentlich das Ziel gehabt, mit meinem Geschäftspartner selber eine Firma zu gründen und da hat es mir noch nicht überlegt, eigentlich die Spektrum zu übernehmen. Und geschafft als Forstwart habe ich bis 2016. Okay, also dann hast du hast jetzt 15 Mitarbeiter bei der Avarel, dann hast du lange wirklich beides parallel gemacht, noch geschafft, wie viel Prozent hast du denn noch geschafft und wie gross war denn deine Firma, wo du am Schluss gesagt hast, jetzt tue ich mich voll und ganz auf meine eigenen Sachen konzentrieren? Also 2016, als ich gekündigt habe im Forst, also ich habe im Forst gearbeitet, weil ich es gerne gemacht habe. Ich liebe die Natur und körperlich etwas machen und ein bisschen mit Adrenalin und so, ist wirklich, das ist ein sehr cooler Job, oder? Darum habe ich so lange weitergemacht. Aufgehört habe ich im Mai 2016 und dort habe ich 6 Mitarbeiter in der Firma gehabt, dort. 6 Mitarbeiter, die nicht alle, aber einen Teil davon Vollzeit da gearbeitet haben. Und ich habe es einfach geführt, also am Abend, am Morgen, am Mittag und zwischendurch mal das Telefon. Okay. Warum hast du erst dann aufgehört im Forst, eben weil es dir so fest Spass gemacht hat eigentlich? Oder hast du irgendwie noch Angst gehabt, dass das mit den Studios gleich nicht funktionieren kann? Oder was ist der Grund gewesen, dass du so lange das Ganze parallel gemacht hast? Ja, also es braucht schon ein bisschen Mut, dass man irgendwann, also wenn man sich gewöhnt war, ist wirklich, ja, ich war fast 10 Jahre lang angestellt gewesen, oder? Von 2006, Anfangs Lehre bis 2016, und dass man irgendwann wirklich den Mut findet, zu sagen, so, und jetzt steige ich voll ein, weil dann hat man nicht mehr halt einen Arbeitgeber, der noch den Lohn zusichert jeden Monat. Dann muss man kämpfen für sein eigenes Brot. Also das ist sicher auch ein bisschen ein Grund, oder? Aber der Hauptgrund ist einfach, ich habe das so gerne gemacht. Und wenn ich könnte, würde ich immer noch im Forst arbeiten, weil das ist, ich finde einfach, die Natur finde ich etwas Wahnsinns. Das ist auch meine Erholung, oder? Das ist wirklich, das ist sehr etwas Cooles. Ja. Das ist okay. Schon, hauptsächlich, weil ich es gerne gemacht habe. Okay. Also einerseits bist du zwar der geborene Unternehmer, der schon mit 15 angefangen hat, sein erstes Geschäftsmodell umzusetzen, aber gleichzeitig auch der Schweizer,
der irgendwie die Sicherheit von einem Angestelltenjob auch noch geschätzt hat und lang gebraucht hat, um auszusteigen. Obwohl es natürlich Spass gemacht hat. Also. Es ist total eine andere Welt, angestellt sein, wie selbstständig sein. Das ist schon so. Und wenn man angestellt ist, dann hat man zwar einerseits, sage ich, ja, okay, dann steht ein sicherer Lohn, wenn es 5 ist, ist 5 und finito. Aber die Freiheiten und wie man es kann gestalten kann, wenn man selbstständig ist, ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die einmal dann selbstständig sind, die dann werden zurückgehen als Angestellte. Das ist wirklich, wenn man mal selbstständig war, mal eine Zeit lang, das ist sehr, sehr cool. Okay. Ja, du hast jetzt gerade ein bisschen vorgegriffen. Die nächste Frage wäre nämlich, wie hat sich dein Leben verändert? Jetzt vielleicht auch im Privaten, insgesamt seit du den Schritt gemacht hast und gesagt hast, jetzt mache ich mich komplett selbstständig, respektive jetzt arbeite ich nur noch für meine eigenen Firmen. Was ist vielleicht besser geworden, was aber auch schlechter? Also, besser geworden ist, wo ich noch angestellt war und die Firma so neben dem Arbeiten aufgebaut habe, dann man muss sich vorstellen, ich bin um 6:30 aus dem Haus. 7 habe ich angefangen zu arbeiten. Bis am Abend um 5:30, dann bin ich ins Auto eingestiegen. Ich habe damals mal in Schneisingen gearbeitet. Das ist angrenzend an Zürich, ganz oben im Kanton Aargau. Bin ins Auto gestiegen und dann auf Wolle gefahren zu diesem Spektrum, oder, wo wir dort eigentlich frisch zusammen hatten. 2012, 2013 sind wir wirklich dort eingestiegen als Teilinhaber. Und dann bin ich dort sicher 4-5 Stunden noch mal dort gewesen und dann habe ich noch ein bisschen gearbeitet mit meinem Geschäftspartner. Und das sind natürlich Tage, also 12, 15, 16 Stunden. Und irgendwann, ja, also da bin ich froh, wenn ich das nehme. Ich arbeite immer noch viel, ich arbeite immer noch mehr als, sage ich jetzt, einen normalen Angestellten. Aber ich habe einfach nicht mehr den Druck, so, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Projekte haben müssen, abgeben müssen. Das ist halt einfach, vor allem ich, oder, habe nur am Abend können arbeiten. Das heisst, nach dem Arbeiten, da hast du vielleicht einen anstrengenden Tag gehabt, dann hast du gewusst, jetzt muss ich nochmal ins Geschäft, also ins andere, rausfahren und dann das machen, bis es fertig ist, weil sonst macht es niemand. Oder? Und jetzt ist wirklich so, also ich komme sehr gerne jeden Morgen, wenn ich immer wieder Freude und ich bin sehr motiviert, zum Arbeiten gehen. Und es ist wirklich, es ist auch eine mega gefreute Sache, wenn man so ein gutes Team hat, so wie ich jetzt da habe. Und das Ganze hat sich so ein bisschen normalisiert jetzt. Also ich muss auch nicht mehr jedes Wochenende die ganze Zeit arbeiten. Also viele Unternehmer arbeiten immer, die ganze Zeit. Und das ist, ich sage, ein bisschen eine Fehlplanung in der Organisation. Wenn man sich ein bisschen gut organisiert, dann muss man nicht jedes Wochenende immer arbeiten. Und das ist etwas, was ich früher natürlich hatte, wo ich noch angestellt war, plus noch mein Geschäft hatte. Weil das ist halt die einzige freie Zeit, die du noch hast, und das ist etwas, was ich jetzt einfach nicht mehr habe. Und das andere, was halt sehr interessant ist, ist halt, wenn man selbstständig ist, entscheidet man halt selber, wenn es gut läuft, was für den Lohn das man hat, oder? Ich meine, das ist natürlich auch ein Punkt. Wenn du angestellt bist irgendwo, dann hast du einfach deinen fixen Lohn nach dieser Tabelle. Wenn du irgendwie ein Staatsbetrieb bist, dann weißt du genau, wie viel das du verdienst. Wenn du selber deine Firma hast, dann, wenn es gut läuft, dann ist gut. Und wenn es nicht gut läuft, dann ist weniger. Aber du kannst es sehr gut selber steuern. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Punkt. Ja. Okay. Du hast vorher schon gesagt, eben, du hast natürlich, das hat sich dann auch verändert, dass plötzlich der fixe Gehalt trotzdem jeden Monat gefehlt hat, den du selbstständig gemacht hast. Wie wichtig ist denn Geld für dich persönlich? Also, ich unterstütze jedes Jahr immer wieder, wenn ich kann, zum Beispiel die Stiftung Kimongo. Und für mich persönlich ist Geld wichtig für mein Geschäft und dass ich kann spenden. Aber für mich persönlich ist einfach wirklich, ich will einfach nur gesund sein. Mir ist eigentlich gleich, ob ich jetzt im totalen Luxus lebe oder nicht im Luxus lebe, das ist mir eigentlich, ich brauch nicht immer so. Also für mich persönlich ist Geld wichtig, dass meine Firma kann funktionieren, dass ich meine Mitarbeiter kann zahlen und dass ich zum Beispiel eben so eine gute Organisation kann unterstützen, wie zum Beispiel die Stiftung Kimongo, wo ich mich auch immer wieder gerne dafür einsetze. Aber sonst für mich privat kann ich nicht so das Problem, ob ich jetzt viel Geld habe auf dem Konto oder wenig Geld. Das ist, ich habe viel lieber Geld in der Firma, um coole Sachen, coole Projekte umzusetzen mit meinen Leuten. Okay, also sehr ein genügsames Leben, wo du nicht viel brauchst, auch im Privaten. Nein, also ich sollte ein bisschen mehr Ferien machen. Ich bin jetzt in den letzten 2 Jahren eigentlich praktisch nicht weg. Und
Nein, und ich laufe auch nicht irgendwie mit teuren Kleidern rum oder keine Ahnung was. Nein, ich bin eigentlich relativ bescheiden, ja. Okay. Ja, das ist schön. Also das finde ich gerade als Unternehmer oder auch als junger Unternehmer, wie du ja ebenfalls bist, so wie ich, ist das, glaube ich, mega wichtig, damit man einfach auch die Freiheit spürt vom Unternehmertum oder vom Unternehmer sein. Wenn es gut läuft und man kann genug Geld verdienen, wenn man das alles gerade immer sofort wieder ausgibt, dann hat man ja gleich nie Freiheit, sondern dann muss man immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und für mich ist Unternehmer sein auch Freiheit, oder das ist so das angestrebte Ziel. Und das geht nur dann, wenn du nicht jeden Monat zu viel Geld ausgibst, sondern halt ein bisschen bescheiden lebst. Ja, also ja. Ich lo, ich mein Treuhänder sagt immer, du musst ein bisschen schauen, dass du ein bisschen einen Lohn zahlst. Und ich sage, ich nehme einfach das, was ich brauche, um meine Wohnung zu zahlen, um dass ich gut kann leben kann. Aber ich lasse viel lieber das Geld in der Firma, um das wirklich cool weiterentwickeln, dass man da ein cooles Material, weil wir haben natürlich relativ viel Material, oder, wo wir brauchen, um Film umsetzen. Und das, ich habe auch Freude, wenn ich irgendwie meinen Mitarbeitern einfach einen komplett neuen Bürotisch kann posten, einfach so, oder irgendwie neue Geräte, dass sie damit können arbeiten können. Dann ist für sie auch ein Weihnachten. Also ich finde das cool. Okay. Was argumentiert denn dein Treuhänder oder wieso argumentiert er, dass du einen guten Lohn zahlen? Ja, weil ich eben eher, also aus der Firma aus bescheiden lebe, also ich sollte wahrscheinlich, oder ich könnte gut mir ein bisschen mehr Lohn auszahlen. Aber ich sage, ich schaue gerne das Geld ein bisschen im Geschäft, und er sagt einfach, ich soll ein bisschen auf mich schauen. Und ich schaue halt, das ist schon ein bisschen, ich schaue viel auf die anderen. Also ich schaue viel auf meine Mitarbeiter, und ich schaue viel halt eben, wenn ich irgendwo eine Stiftung kann sponsern oder irgend so etwas, mache ich das sehr gerne. Okay, das ist ja schön, es muss für dich stimmen, das ist ja der Vorteil, du Ja, kannst nein, für selber mich, entscheiden. ich sage Okay. das immer wieder, für mich passt es, und das ist gut. Gut. Hast mit 15 schon gestartet, das ist sehr früh, also du hast eben irgendwie das Unternehmen dir in dir drin gehabt. Was ist es da, wo das ausmacht? Oder wieso hast du schon immer den Drang gehabt, dein eigenes Ding zu machen? Kannst du das irgendwie greifen, oder? Ja, also das ist, ich führe gerne nichts. Ich hab das wirklich, ich gebe sehr gerne mein Wissen weiter. Also ich tue gerne Leute schulen, und ich tue gerne Leute führen. Ich tue gerne, also ich bin gerne Leader so von einem Team, zum zusammen irgendein Ziel erreichen. Das ist schon der Hauptgrund, wieso dass ich eigentlich früh und immer wieder eigentlich so Gruppen gebildet habe, um irgendetwas zusammen machen, oder eben während der Lehre so Auftragsbasis gewisse Jobs eigentlich erledigt, oder zum Teil irgendwelche Konzerte gemacht, und mit ein paar Kollegen, und ich habe das organisiert und geplant und so. Das ist das, was mir einfach wirklich Spaß macht. Okay, das könntest du aber auch vielleicht in einem Job als Teamleiter oder so. Warum das als Selbstständige? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe sehr gut auch können 10 Jahre lang als Angestellter arbeiten. Und ich habe unterstützt bei der Lehrlingsausbildung, und ich war auch Teamleiter gewesen dort, oder? Aber ich weiß, es ist eine gute Frage. Ich meine, es ist doch das Größte, wenn du selber ein Geschäft hast und du kannst machen, was du willst. Ich muss nie jemanden fragen. Ich tue zwar mein Team viel einbeziehen bei Entscheidungen und irgendwelchen Prozessen, oder wenn wir irgendetwas umstrukturieren, aber schlussendlich, es ist schon ein cooles Gefühl, wenn du weißt, du kannst entscheiden, du musst niemanden fragen, es ist dein Geschäft. Definitiv, das würde ich unterschreiben, da hast du absolut recht. Ja, es gibt ja immer eine Situation, also man hat meistens ja irgendwie auch das Bild im Kopf, wie jetzt das abläuft, was passiert. Dann gibt es aber doch auch Situationen, wo so ganz anders kommen, wie man es sich vielleicht gedacht hat. Gibt es da Situationen, wo du kannst rausstreichen kannst, wo du sagst, das ist jetzt einfach, habe ich mir ganz anders vorgestellt? Also als Selbstständiger Ja, meinst du, oder mit deiner Situationen, wo Firma. ganz anders gekommen sind, als ich es mir vorgestellt habe? Ja, etwas habe ich. Und zwar, ich habe ja angefangen mit Ton und Film, und ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe sehr gerne Filme geschnitten und irgendeine Kamera eingestellt und geführt, und oder irgendwie Tonaufnahmen gemacht. Das ist mega cool auf dem grossen Mischpult. Und mein Job jetzt ist eigentlich Versicherungen, BVG, SVA, AV, irgendwelche Finanzen, Buchhaltung. Also ich bin eigentlich nur noch irgendwelche Zahlen rumbiegen im Büro. Und das ist, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Und ich hätte vor 10 Jahren nie gedacht, dass ich einmal wirklich
Debi, wo da die Schnittstellen am Ausbauen ist zwischen ERP, CRM und dem Finanzbuchhaltungstool, dass wir da möglichst Abläufe können optimieren und so. Und ich da wirklich telefoniere mit der SVA und da Mitarbeiter muss anmelden bei Versicherungen, da hat mich so nicht interessiert. Aber wenn ich da wirklich reingerutscht bin und jetzt, wenn es dein eigenes ist, macht eben plötzlich wird alles mega interessant. Also ich feiere jetzt wirklich die ganze Buchhaltung, die Zahlen, alles, was ich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren, oder zusammen mit dem Treuhänder, ist wirklich, finde ich, mega spannend. Auch die Geschichte mit den Abschreibungen und alles, was man machen kann, ist mega interessant. Aber das hätte ich nie gedacht, habe ich nie so erwartet. Dass mein Job jetzt auch wirklich so der richtig trockene Bürojob ist. Oder? Ja, dass eben eigentlich die effektive Schnittarbeit oder Filmarbeit praktisch gar nicht mehr machst, sondern all das genau. Im Hintergrund. Es ist aber auch mega wichtig, dass man auch das Ganze abgeben kann, weil das ist auch ein kleines Problem, das sehr viele Unternehmer haben, die vielleicht ein oder das Zweite sind oder allein oder das Zweite sind, die einfach nicht wachsen und nicht mehr daraus machen können, weil sie es nicht können abgeben können. Irgendwann kommt der Moment, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich so viel Arbeit, dass ich ein oder zwei Mitarbeiter könnte einfach anstellen, dann musst du halt den Mut haben, können sagen, okay, jetzt machen wir es. Auf die Art, das Ziel ist da, wo der Kunde möchte. Wenn ihr das erreicht, dann muss nicht mehr unbedingt mein Touch drin sein, dann ist das okay. Mhm. Und das ist halt schon, da muss man schaffen, weil so kann man halt auch delegieren und so entwickelt sich das Ganze. Definitiv. Ich glaube, also der Podcast heißt ja «Mach dein Ding» und da ist für mich einfach wichtig, dass man sich wirklich überlegt, was man möchte und in welche Richtung, dass man möchte. Und ist ja voll okay, wenn jemand sagt, hey, eben, ich liebe zum Beispiel das Video filmen und ich liebe das Schneiden und ich möchte einfach den ganzen Tag da machen. Und dann habe ich halt administrativ viel weniger Sachen zu tun. Ich bin fast allein, ich mache das auf selbstständiger Basis. Ich tue nicht gerne Leute führen oder ich kann da nicht, ich möchte das nicht. Dann dürfen wir ja auf dem Niveau auch bleiben. Aber ja, wenn man sagt, man möchte wachsen, dann muss man den Moment finden, wo man kann Leute anstellen kann. Und dort, glaube ich, haben ganz viele Leute das Problem, dass sie dann irgendwie zu wenig Vertrauen haben oder das Gefühl haben, sie müssen irgendwie alles selber machen, das kann niemand so gut wie ich. Und dann ist man so in einem Punkt, wo man weder wächst, noch glücklich. Ja, dann ist man immer im Seich, oder? Dann ist man eben nicht glücklich, wenn man sagt, hat immer die Zeit hinterher. Und das ist einfach der Moment, wo man einfach für sich muss so einen grundlegenden Entscheid muss fällen, möchte ich weiter allein bleiben, und das ist ja völlig okay. Ich meine, ich habe ja die eine Firma von mir, keine Mitarbeiter. Die Firma wird auch nie Mitarbeiter haben, was keinen Sinn macht. Ich will das wirklich klein behalten. Ich mache ganz einen kleinen Umsatz, ist etwas nebenbei. Man kann sagen, okay, ich will einfach allein, und dann muss man halt einfach dementsprechend halt das Ganze strukturieren und den Kunden das so kommunizieren. Und wenn man das Gefühl hat, man muss jeden Job überall immer annehmen und dann kommt man hinten und vorne nachher mit dem Büro, man stellt keine Rechnungen mehr, weil man immer der Zeit am Nachsäckeln ist, dann muss man sich halt überlegen, halt vielleicht jemanden anstellen. Aber so das Zwischendrin, das habe ich eine Zeit lang auch mit einem Geschäftspartner, das wollte ich einfach nicht mehr haben. Also für mich stimmt das mit Mitarbeitern. Mitarbeiter brauchen viele Ressourcen, sie sind schon, es braucht viel Zeit und es ist, dass man ein Team wirklich entwickelt, das ist schon eine rechte Bütze, oder? Aber wenn es dann funktioniert, ist es sehr cool, wenn man miteinander etwas kann, nachher umsetzen kann. Definitiv, super. Danke vielmals. Ja, du hast gesagt, du hast kurz deine andere Firma erwähnt. Du hast es am Anfang schon gesagt, oder ich habe es schon gesagt. Du hast nicht nur die Avarel Studios. Was sind denn die anderen zwei Firmen, glaube ich, die du noch hast, und was machst du mit denen? Genau, also die eine, die ganz kleine, die ich jetzt gerade davon geredet habe, das ist Forst Media. Das ist eigentlich eine ganz kleine, das ist eine Einzelfirma, die mir gehört, wo ich eigentlich mit der bin ich wirklich in der Branche Forst eigentlich tätig, wo ich da so ein bisschen kleine Forstunternehmen ein bisschen unterstütze, ein bisschen besser können, also effizienter können schaffen und auch so ein bisschen im Marketingbereich, weil das ist eine Branche, die ein bisschen Stablobben ist, eigentlich so im Bereich Werbung und Auftreten und so. Und das ist auch wirklich so ein bisschen Marketing und Unternehmensführung, wo ich sie einfach coache. Und die andere, die ich habe, das ist nochmal eine GmbH, die heißt Ciabit GmbH. Ciabit ist Cia Software Innovation Application. Und da entwickeln wir eigentlich Web-Applikationen. Eigentlich auf Kundenaufträge, plus wir haben noch selber diverse Software, zum Beispiel das TimeDo oder Force Control oder MR Control. Das sind Software, die wir eigentlich entwickelt haben für so verschiedene Branchenlösungen. Hauptsächlich Fokus haben wir eigentlich Gemeinden für eigentlich die Zeiterfassung, zum Beispiel im Bauamt oder im Forst.
Und die ganze Auftragsabwicklung, das ist eigentlich ein ERP-System, aber ein bisschen vereinfacht für den Handwerker. Und da tun wir auch Lizenzen vertreiben und das eigentlich in der ganzen Schweiz. Also wir sind schon in allen dreisprachigen Raum sind wir auch vertreten. Okay, auch ein spannendes Geschäftsmodell. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast Forstwart oder was hast du gelernt? Ist das Forstwart? Forstwart heisst es, ja. Okay, dann hast du ziemlich schnell dein eigenes Ding gestartet. Hast du am Anfang wahrscheinlich nicht wirklich eine Ahnung von Buchhaltung, Recht, Marketing und so weiter? Hast du das alles selber beigebracht oder hast du mal eine Weiterbildung gemacht? Nein, ich habe ein paar Weiterbildungen gemacht. Ich habe eine höhere Fachschule in Südostschweiz, das ist IBW in Maifeld, da habe ich ein paar Weiterbildungen gemacht. Und schlussendlich aber am meisten gelernt, ich meine, dort lernst du sehr viel Theorie, wie könnte man, und du schaffst mit irgendwelchen fiktiven Zahlen und das ist schwierig zu begreifen. Am meisten habe ich eigentlich gelernt mit unserem Treuhänder, weil das ist halt wirklich dein eigenes und du verstehst jede Zahl, weil es eigentlich dein Geschäft ist. Und ich habe sehr viel gelernt durchs Machen jetzt da. Das ist so. Okay. Warum hast du neben den Avarel Studios dir selber gesagt, du machst noch die weiteren Sachen? Also was ist da der Treiber gewesen, um zu sagen, okay, ich möchte irgendwie noch mehr machen wie nur die Avarel Studios, das lenkt mir vielleicht nicht, oder was ist da der ausschlaggebende Grund gewesen? Also früher mit Avarel haben wir den Auftrag Sarah Machts gehabt. Und der Auftrag Sarah Machts, das ist ein riesen Auftragsvolumen, weil man jede Woche eine Sendung muss produzieren. Und das ist nachher ein Auftrag, wo etwa, ich sage jetzt gut, die Hälfte vom Umsatz gemacht hat vom Geschäft. Und dann sagen wir so, das Klumpenrisiko. Und ich habe eigentlich nach 10 Jahren hat Sarah gesagt, sie tut jetzt im besten Moment, hört sie auf mit der Sendung und hat aufgehört, die Sendung zu produzieren. Und uns ist natürlich der Auftrag weggefallen. Und das ist klar, wenn eine Firma die Hälfte von ihrem Umsatz einfach verliert, oder, dann ist das blöd, weil dann kommst du nicht drum herum, dann musst du halt das Team abbauen, musst du Leute entlassen, oder? Und ich habe gefunden, das ist ein Zeichen und ich werde mich wirklich stützen auf ganz viele Firmen mit kleineren Aufträgen, dass ich nicht mehr so einen riesen Kunden habe, wo ich immer muss Angst haben, wenn der wegspringt, dann ist es finito. Und darum haben wir angefangen mit Avarel so ein Abo-Modell zu machen, wo man eigentlich ganz viele Kunden eigentlich mit so kleinen Abos, sei jetzt das Web-Update oder sei jetzt das irgendwie Security-Abos, dass die Website immer online ist und sicher ist, oder irgendwelche so Marketing-Dienstleistungs-Abo, haben wir angefangen zu verkaufen auf ganz vielen Firmen. Und dann habe ich gesagt, dass Softwareentwicklung ist immer wie mehr gefragt und dann haben wir angefangen, die Apps zu entwickeln. Und irgendwann ist halt der Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, hey, wir sind schon über die ganze Schweiz, haben wir über 200 Betriebe, die jetzt mit unseren Lizenzen arbeiten, im Welschen, im Tessin, in der Deutschschweiz. Es nimmt so ein bisschen Grösse an, wenn ich sage, rein wegen der Haftung möchte ich nicht, dass wenn irgendwo irgendetwas passiert, dass es mir alles bach abzieht. Darum habe ich gesagt, wir splitten das in zwei eigenständige Firmen, zwei eigenständige GmbHs, vor allem wegen der Haftung, oder? Mhm. Wo eigentlich dann die Siabit haftet im Bereich Software und die Avarel bleibt einfach auf ihrer Kernkompetenz einfach mit der Filmproduktion. Und auch bei Siabit haben wir ganz viele kleine Kunden, Lizenzbasis und das macht halt eine Firma sehr stark, wenn du viele Abos hast, viele Verträge, wo du im Voraus schon weißt, was kommt für einen Umsatz in nächstes Jahr. Das ist natürlich sehr cool, oder? Weil früher haben wir halt bei Avarel nur die Projektbasis gekannt und das ist halt sehr schwankend, oder? Und so sind wir wirklich stabil aufgebaut und die Haftung ist verteilt auf 2 GmbHs. Okay, sehr spannend. Wie gross ist denn die Siabit mittlerweile? Also kannst du vielleicht etwas sagen vom Umsatz oder vom Auftragsvolumen oder so? Also Siabit ist ein richtiges Startup. Wir machen wahrscheinlich jetzt dieses Jahr, ich denke, gegen die 150 bis 200'000 Franken Umsatz. Also da sind wir wirklich ganz am Starten. Aber, ist relativ klein. Okay. Du hast vorhin gesagt, es hat den Moment gegeben, wo Zara gesagt hat, sie hört auf und sehr viel Umsatzvolumen weggebrochen ist. Ist das der schlimmste Moment in der unternehmerischen Karriere bisher oder hat es noch einen anderen gegeben, der vielleicht noch schlimmer war? Ich kommen mir ein paar Sachen in den Sinn, ja. Nein, ich sage, das Schlimmste ist einmal, wir haben einmal einen Auftrag umgesetzt und denn das ist das Lehrgeld, das wir am Anfang bezahlt haben, und für eine grosse Firma. Und dann
ist der Auftrag nicht so gekommen, wie es hätte sollen. Wir sind natürlich jung gewesen, das war irgendwie vor 6, 7, 8 Jahren oder so gewesen. Und dann ist dann im Fristgerecht abgegeben worden, weil wir haben zu viel Manpower gehabt und halt früher halt einfach gemacht, einfach ein bisschen planlos. Und dann sind wir ganz nah dran gewesen, dass die Firma uns verklagt hätte. Und schlussendlich haben wir halt einfach für die ganze Arbeit, die wir gemacht haben, dann gar nichts bekommen. Also das ist schon so der Moment, wo du verwachst und denkst, okay, ja, ich meine, andere wären angewiesen gewesen auf uns und wegen uns haben sie jetzt das nicht können machen. Und das ist schon. Die Kündigung von dem Vertrag, das mit dem haben wir müssen rechnen und sie hat uns das auch lang voraus gesagt, dass sie irgendwann dann mal aufhören will. Aber das ist schon so da gewesen. Und das ist, von dem habe ich auch am meisten Respekt, weil wir arbeiten sehr viel bei Avarel für Firmen, wo wir zum Beispiel irgendwie projektweise so Geheimhaltungsvereinbarungen müssen unterschreiben und wenn irgendetwas rausgeht von einem Mitarbeiter, dann könnte mir ein Problem haben. Von dem habe ich einfach am meisten Respekt. Weil man kann vieles strukturieren und fixen und Abläufe festigen, aber schlussendlich den einzelnen Mitarbeiter kann man nicht beeinflussen. Und das ist schon so. Von dem habe ich am meisten Respekt, ja. Ja, definitiv. Unternehmertum ist eine Achterbahnfahrt. Da gibt es nicht nur eine Richtung, da gibt es auch mal schwierige Momente. Das ist einfach so, hat es einen Moment gegeben, wo du dann wirklich gesagt hast, und so kurz davor bist, um zu sagen, okay, look, wir lassen das Ganze, ich gehe wieder in den Wald, in den Forst, das gefällt mir genauso gut. Dort ist es ein bisschen sicherer. Oder ist immer klar gewesen, nein, ich ziehe das durch? Ich bin wirklich Fan von Selbstständig sein. Es ist wirklich cool, mir gefällt. Ich stehe wirklich. Eben, ich meine, wenn man irgendwo angestellt ist, gibt es immer irgendeinen Moment, wo du denkst, ach, die Entscheidung oder jetzt das regt mich jetzt auf, die Arbeit habe ich jetzt nicht so Lust zu machen oder auch der ist jetzt mühsam oder keine Ahnung was. Als Selbstständige, klar, ich meine, du hast Mitarbeiter, die vielleicht auch nicht immer gleich gut mitmachen, aber das ist so. Das kannst du relativ einfach lösen und ich hatte die Probleme nie mehr so gehabt. Also ich komme jeden Morgen sehr gerne arbeiten und es ist einfach cool. Nein, also von mir aus ist klar. Nein. Schön. Einfach aus dem Fehler lernen und weitermachen. Perfekt. Ja, nein, also nein. Das ist, für mich ist es wirklich, nein. Okay. Kommen wir wieder zu der schönen Seite in dem Fall. Was war denn bis jetzt so der beste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Was hat es da Momente, wo du raussticht und sagst, das ist wirklich genial? Aber das hat's Alltag. Das ist wirklich, also ein Moment so, kann ich nicht so sagen. Das hat Alltag. Jede Woche erlebe ich wieder Sachen, wo ich denke, wow, mega cool, was wir geschafft haben. Das ist, wenn jetzt irgend... Einerseits zum Beispiel, wenn eine riesige Unternehmung, so ein Weltkonzern, bei uns schaltet das Telefon und dann nimmst du ab und dann ist ein Mitarbeiter oder ein Marketingleiter von so einem riesigen Weltkonzern dran und sagt, wir wollen einen Film machen. Da denke ich so, okay, cool, ja, schön, wir sind da, wir sind bereit. Und so ein Erlebnis, das ist das Größte. Und es hat nicht eins, wenn ich sagen kann, das war jetzt mega gewesen, das haben wir alltag. Und sei jetzt das zum Beispiel, jetzt haben wir gerade vor kurzem eine Bildungsbewilligung bekommen. Wir tun Mediamatiker EFZ ausbilden, oder? Und das ist zum Beispiel auch so ein Moment, und ich denke, hey, mega cool. Es entwickelt sich immer weiter. Und jetzt sind wir wirklich ein offizieller Lehrbetrieb, oder? Oder wenn man irgendwelche, keine Fahrzeuge wieder bestellt irgendwo und die Fahrzeuge werden nachher geliefert. Wir haben im Ganzen 9 Fahrzeuge, haben wir, oder? Oder wenn man neue Mitarbeiter anfängt, oder wenn irgendwie. Wenn du irgendwo bist, das hatte ich letztes Jahr gehabt, und dann haben wir mit ein paar Kollegen und wir haben uns unterhalten und plötzlich sagt der eine so, ja, er hat da so eine App, wo er Zeit erfasst. Das ist eine mega coole Sache. Dann habe ich gefragt, was denn für einen? Und dann habe ich herausgefunden, dass er mit unserem Produkt erfasst, oder? Nicht einfach so. Und das sind so Momente, die ich mega schätze. Und das ist das Größte. Wenn du merkst, so, wir machen es richtig. Ja. Cool. Das ist doch schön. Dann darf es zwischen dir mal einen schlechten Moment geben, wenn es jeden Tag und jede Woche immer gute Momente gibt. Dann ist es okay, wenn es mal zwischen dir etwas schlecht gibt. Ich habe nicht gesagt, dass die nicht auch jede Woche mal vorkommen. Nein, aber das ist der kleinere Prozentsatz. Ja. Okay. Ganz viele Leute können sich ja nicht vorstellen, was es überhaupt heisst, Unternehmer zu sein.
Du selber hast das Gen ein bisschen in dir gehabt, schon mit 15, aber was heisst für dich ganz konkret oder ganz persönlich Unternehmer zu sein? Was bedeutet das? Also, das heisst für mich, wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Weil man muss sich vorstellen, wenn man irgendwo in einer Firma angestellt ist, hat man immer irgendjemanden, der es sonst dann macht, wenn man es nicht erledigt, irgendwelche Sachen, die man schon lange sieht, aber nicht macht. Und in einem Geschäft, wenn man wirklich Geschäftsführer ist so und selbstständig noch Inhaber, ist das einfach der Punkt, da hört es auf. Nach mir kommt niemand. Das heisst, die Sachen, die ich schon lange sehe, wenn ich die nicht mache, macht sie niemand. Und das ist halt etwas, wo man sich muss bewusst sein, wenn man sich selbstständig macht und zum Beispiel nicht gerne Rechnungen stellt. Das haben noch viele Handwerker, die machen super Arbeit, aber die stellen nicht gerne Rechnungen. Und dann verlumpen sie irgendwann, weil sie kein Geld mehr haben. Und das ist halt der Punkt, wo man sich bewusst sein muss. Es gibt nicht noch jemanden hinten drauf, der sagt, hey, hast du denn das schon gemacht? Weil man ist selbstständig. Das ist schon, das ist da. Okay, super. Wenn du jetzt heute, du hast ja vieles schon gemacht, aber wenn du jetzt heute nochmal neu müsstest starten, wenn jetzt irgendwo wirklich ein grosses Problem wäre, was würdest du anders machen, wie du es gemacht hast, oder was würdest du verändern? Ich glaube, wenn ich wieder von vorne würde starten, würde ich mehr Geld in die Werbung investieren. Weil wir haben, unsere Firma ist, wir haben sehr gute Qualität geliefert, all die Jahre. Und haben, sind so sehr einfach, sehr schnell an gute Kunden gekommen. Es ist immer noch so. Aber ich glaube, wir hätten noch mehr Potenzial gehabt, wenn wir jetzt noch mehr investiert hätten in die Werbung. Weil wir haben, es ist so das Typische, oder? Wir machen Werbung für andere Alltag, aber unsere eigene bleibt liegen. Und das ist etwas, was ich anders würde machen. Ich würde mehr einfach so im Bereich Marketing und Werbung eigentlich investieren. Wo man zum Beispiel jetzt genauso, ich weiß es nicht, wenn man so andere so Startups oder junge Unternehmen ein bisschen anschaut, also aus der Region, ich nehme jetzt ein Beispiel, zum Beispiel Nikin oder Benex, sie sind sehr präsent bei ihren Kunden oder Zielgruppen mit Werbung, also auf Social Media und überall. Und das ist etwas, das machen wir zu wenig. Oder? Und das ist, uns ist es einfach relativ lang immer gut gegangen, weil halt die Kunden uns immer weiterempfohlen haben und wir die Werbung nicht wirklich gebraucht haben. Aber ich denke, das wäre schon etwas. Oder? Und das andere ist, klare Struktur. Wir haben relativ lang, eben, wenn man so jung anfängt und es, ist, es entwickelt sich sehr dynamisch. Eben, ich sage, als ich aufgehört habe, 2016, habe ich so 4-5 Mitarbeiter gehabt. Oder? Und jetzt sind wir bei 15. Also das ist eine sehr schnelle Entwicklung und da muss man halt früh genug ein bisschen Strukturen setzen. Oder? Wer ist wirklich für was zuständig? Weil da, ich habe das Gefühl, so verheizt man schon noch ein bisschen viel Zeit, wenn man sich immer noch zuerst so ein bisschen finden muss, wer muss jetzt was machen, wann und wer ist für was zuständig. Und dann merkt man immer wieder, kommen Sachen, die nicht erledigt worden sind, weil niemand dafür zuständig ist. Also, ich glaube, das sind so ein bisschen die zwei Sachen, die ich ein bisschen anders würde machen. Okay. Und also kurzer Verweis auf die Folge 20 vom Podcast. Dort habe ich nämlich den Nicolas Henni von Nikin, den Gründer von Nikin, im Interview gehabt. Wenn er vielleicht jetzt dazu hört und denkt, Nikin, sagt mir doch irgendetwas, die Kleidermarke, genau, mal hinschauen. Nachher Struktur, ja, kenne ich komplett, wenn du wach bist, wenn du mal startest, irgendwie einen neuen Mitarbeiter hast, weil die Arbeit überläuft, aber was macht der jetzt überhaupt? Für welche Aufgabe ist der zuständig? Wer gibt das ab und was kann der nachher machen? Das ist etwas, wo man meiner Meinung nach, ich habe Wirtschaft studiert, auch im Studium viel, viel zu wenig gelernt. Das gar nicht, das Schaffen von diesen Strukturen braucht extrem viel Zeit und ganz viel Denkarbeit. Zwischen den eben so Schnittstellen definieren zwischen Mitarbeitern und dann gibt es vielleicht auch noch eine Software zwischen die noch arbeiten sollte, dass man da definitiv genug Zeit dafür verwendet. Absolut richtig. Du hast vorher gesagt, du wirst früher mehr Geld in Werbung investieren. Das heisst, so wie es im Moment ist, bist du für das zufrieden. Und wie gönnt denn ihr jetzt heute neue Kunden? Wie kommen ihr an neue Kunden an? Immer noch genau gleich. Also bei uns ist es immer noch genau so, dass irgendein Kunde irgendwo zufrieden ist und uns weiter tut empfehlen. Aber es ist auch sehr schwierig, weil wenn man jetzt gerade zum Beispiel Nikin nimmt oder auch zum Beispiel unsere Applikationen, unsere Applikation ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das ist ein Produkt, wo man ganz genau kann definieren, was das Produkt macht. Das Produkt hat einen Preis
Und man weiß genau, zum Beispiel das Force Control ist eine von den Apps, die wir haben. Die Zielgruppe ist Forst. Also wir haben ein Produkt, einen Preis und eine ganz klare Zielgruppe. Jetzt bei Avarel ist das sehr schwierig, weil wir sind im B2B und unsere Kunden, das kann ein Metzger sein, das kann ein Gartenbauer sein, das kann irgendeine Bank sein, das kann irgendein Pharmaunternehmen sein. Also wir haben so breite Kunden und alle brauchen irgendetwas im Filmbereich oder Web und das ist dann auch optisch, das ist Design, das ist Geschmackssache. Man kann es auch so oder so machen und das ist mega schwierig, gute Werbung, so zielgruppenorientierte Werbung zu platzieren mit so einem Dienstleistungssektor, so wie wir haben, wo wir wirklich jede Firma eigentlich würden ansprechen mit anderen. Dass dann weißt, also dass du eben dann irgendwie für die Firma, wo als Video sucht, richtig bist, wie genau. Du so vieles kannst. Okay. Genau. Hast du ein Lieblingszitat und warum genau das? Also ich habe ja selber einige Zitate gemacht, aber mein Lieblingszitat ist eigentlich der, wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Ich finde den super und der ist von Henry Ford. Ja. Okay. Was heißt das für dich so ganz konkret? Also das ist natürlich schon auch vielsagend, aber was interpretierst du da drin für deine eigene Firma? Ja, das heißt einfach, wenn man sagt, oh ja, jetzt geht es uns schlecht, jetzt müssen wir unbedingt Geld sparen und man aufhört, Werbung zu produzieren, ist es einfach, hat die gleiche Wirkung, wie wenn ich meine Uhrbatterie rausnehme und das Gefühl habe, jetzt bin ich durch das Zeit läuft genau gleich weiter. Und das heißt genau das Gleiche fürs Geschäft. Werbung ist einfach das Letzte, was man eigentlich sparen sollte. Jede Firma hat ganz viele andere Sachen, die sie zuerst sparen, bevor sie mit der Werbung sparen. Weil schlussendlich ist Werbung oder ein Marketing das, was dir in Zukunft wieder Aufträge generiert. Und wenn du das dort wirklich tust, einfach cutten, dann hast du einfach irgendwann schon wieder ein Loch von dem. Irgendwann ein Loch, das super. Ja. Irgendwann ein Loch, dass keine Aufträge mehr reinkommen. Genau, ja. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind entweder selber Unternehmer oder sie überlegen sich, Unternehmer zu werden. Was sind drei ganz konkrete Tipps, die du denen mit auf den Weg geben für ihr eigenes Ding? Also das eine ist gleichzeitig auch einer von meinen Zitaten, oder? Um erfolgreich zu werben, muss man den Mut haben, anders zu sein. Und das ist auch vor allem der Satz, den Mut haben, anders zu sein. Sehr viele Firmen oder sehr viele, die eine Firma machen wollen, die schauen zuerst mal, was macht der andere in dem gleichen Branchensektor, was macht der genau? Aha, okay, das ist cool, machen wir auch so. Und das ist eigentlich nicht so eine gute Denkweise, weil ich versuche wirklich häufig zu schauen, was machen die anderen und extra anders das Ganze zu machen. Also wie zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel ist, jede Firma verschickt Weihnachtskärtchen mit einem Weihnachtsgeschenk für die Kunden. Und dann all die Weihnachtskärtchen und Weihnachtsgeschenke landen irgendwann auf dem Aufenthaltsraum, auf dem grossen Tisch und alle Mitarbeiter können etwas mitnehmen und es fällt überhaupt nicht auf. Wir verschicken nie Weihnachtsgeschenke und Weihnachtskarten. Wir verschicken immer Neujahrskarten. Das heisst, irgendwie erst im Januar oder so kommt dann das Kärtchen von Avarel, das sagt, hey, auf ein tolles neues Jahr und nicht schöne Weihnachten und das Zeug. Einfach weil ich nicht in dem Haufen sein, wo alle anderen auch drin sind. Denn das andere, was sich bei uns immer bewährt hat, wo wir an dem Punkt gestanden sind, zu überlegen, ob wir jetzt zum Beispiel neue Mitarbeiter darstellen wollen oder ob wir neue Technik investieren wollen, irgendeinen neuen Studiobus kaufen. Es hat sich immer gelohnt, zu investieren. Also wenn man eine Firma möchte gründen oder eine gegründet hat, darf man nie Angst haben, wirklich zu investieren in gutes Personal oder in gutes Material. Weil das rendiert sich in Zukunft immer wieder. Häufig haben wir Diskussionen gehabt, aber wenn wir jetzt nochmal eine 100% darstellen, wie ist denn wirklich seine Beschäftigung? Können wir ihn wirklich zu 100% beschäftigen? Und irgendwie nach 2-3 Wochen, nachdem er da gearbeitet hat, wie haben wir das vorher gemacht? Mhm. Also dass er wirklich Mut hat zu investieren, Mut hat anders zu sein. Und schlussendlich etwas, was bei mir wichtig ist, weil ich habe ja die drei Firmen, dann bin ich noch Kommandant-Stellvertreter in einer Zivilschutzorganisation und dann bin ich noch in der Feuerwehr. Und im Gewerbe- und Industrievereinen. Eins nach dem anderen. Weil
Das ist also etwas, was sehr viele halt eben falsch machen. Sie versuchen, jedem Termin irgendwie immer nachzuspringen und sind immer im Seich. Eins nach dem anderen. Man muss halt wirklich so sich die saubere Prioritäten setzen und dann gewisse Sachen, don't do it, oder? Mach es einfach nicht. Und den Rest eins nach dem anderen erledigen, weil halt Qualität braucht Zeit. Und Qualität hat sich bei uns wirklich bewährt. Durch das haben wir immer wieder Kunden gewonnen, ohne gross Werbung und Marketing zu machen, einfach weil wir gute Qualität abgeliefert haben. Also Mut haben, anders zu sein, Mut haben, wirklich investieren in Personal und Material. Und eins nach dem anderen, Qualität braucht Zeit. Perfekt, super Tipps, drei super Tipps, unbedingt umsetzen. Gibt es Bücher, die du würdest empfehlen, die dich hier gebracht haben, wo du bist, die dich vielleicht wirklich weitergebracht haben in deinem eigenen Leben? Jawohl, also ein Buch, das ich wirklich cool finde, wo eigentlich das so ein riesen Schinken ist, oder, ist «Mittelmaß ist nicht mein Ding» von Felix Murbach. Das ist ein Marketing-Experte, wo ich bin schon Schulungen gsi von ihm und er ist ja schon zu uns ins Geschäft gekommen, unsere Mikroschule, und das ist wirklich ein Buch, das kurz und knackig wirklich ein bisschen sagt, wieso das Marketing wirklich wichtig ist. Mittelmaß ist nicht mein Ding. Okay, ich finde das Buch verlinkt natürlich in den Shownotes und auf der Webseite www.mach-dies-ding.ch. Ich habe es selber auch noch nicht gelesen, muss ich mir den Fall auch gerade mal bestellen. Perfekt. Ja, das ist cool. Ja. Okay, wir sind schon langsam am Ende von unserem Interview. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ein Video bräuchte ich sowieso schon lange, oder ich sollte eine neue Webseite haben, oder ein Tool zum Zeitmessen, wie und wo könnt ihr dich am besten erreichen? Also uns erreichen wir am besten sage ich, zuerst mal den ersten Druck über die Webseite schauen, einfach drauf schauen auf avarelstudios.ch und dann nachher einfach dort anrufen. Es nimmt immer jemand ab, also vom Montag bis Freitag, vom Morgen um 8 bis um 5:30 ist immer jemand da, was den Lohn abnimmt. Das ist auch die Qualität, die ich viel Wert drauf lege. Okay, perfekt. Zum Schluss, ganz typisch, würdest du dich nochmal selbstständig machen? Hast du eigentlich bereits erwähnt, darum lassen wir die Frage nicht weg. Und 100%. Dafür frage ich noch, gibt es irgendetwas, was du unbedingt noch willst, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen? Oder hast du alles gesagt, was du loswerden wolltest? Einfach versuchen. Das ist etwas, wo ich und mein Geschäftspartner auch ganz häufig immer wieder, wir haben immer irgendwelche Ideen gehabt von irgendeinem neuen Geschäft, irgendetwas, neue Idee, irgendetwas. Einfach versuchen. Wenn irgendjemand das Gefühl hat, ja, ich habe eine super Idee für irgendein Geschäft, irgendeine Firma, irgendetwas, einfach versuchen, dann merkt man dann schnell, ob es geht oder nicht. Perfekt. Den Mut haben und nicht zu lange warten, sondern starten. Super. Ja. Danke vielmals für deine Zeit, Dave. Es war mega spannend gewesen. Es ist auch Zeit für Vloggen wie im Nichts. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei deinen drei Firmen und bedanke mich nochmal ganz herzlich. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Danke vielmals. Merci. Mach's gut. Ciao, Dave. Tschüss. Ciao.